Hallo, willkommen beim August-Block der Academy of Online Radiology Education. Mein Name ist Soline Gafur. Ich bin Oberärztin für Radiologie am Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. Was gibt es Neues in urogenitaler Bildgebung? Die erste Studie trägt den Titel Beurteilung des biochemisch rezidivierenden Prostatakarzinoms. Histologische Validierung von 18-Fluor-PYL-PSMA-PET-CT im Vergleich zur multiparametrischen MRT. Ziel dieser Studie war es, die Wertigkeit des 18-Fluor-PYL-PSMA-PET-Tracers im Vergleich zur multiparametrischen MRT beim biochemischen Rezidiv des Prostatakarzinoms mit teilweise histologisch gesicherten Läsionen als Referenzstandard zu untersuchen. Dies war eine prospektive, monozentrische Studie und 323 Läsionen bei 77 Männern mit biochemischem Rezidiv nach Prostatektomie und oder Strahlentherapie wurden untersucht. Die Analyse erfolgte auf Läsionsbasis. Die Resultate zeigten eine Gesamtkonkordanz von 25% für alle Läsionen zwischen PYL, PSMA, PET-CT und MRT. Dies schloss also die Prostataloge, sämtliche Lymphknoten sowie andere Metastasen ein. Die Konkordanz lag bei 53% für die Prostataloge allein. Bei den Beckenlymphknoten war das PYL, PSMA, PET-CT der MRT überlegen. Es detektierte 128 Lymphknoten verglichen mit 23 Lymphknoten durch die MRT. Das PYL-PSMA-PET-CT hatte eine Sensitivität von 69%, Spezifität von 91% und positiv-prädiktiven Wert von 86%. Das MRT hatte eine Sensitivität von 69%, Spezifität von 74% und positiv-prädiktiven Wert von 69%. Durch die Zugabe des PYL-PSMA-PET-CT zur MRT konnte der positiv prädiktive Wert für alle Lokalisationen gemittelt um 38% erhöht werden und im Falle der Prostataloge allein um 30% erhöht werden. Die Schlussfolgerung dieser Studie war, dass das 18-Fluor-PYL-PSMA-PET-CT eine hohe Spezifität und positiv prädiktiven Wert hat und dass das PYL-PSMA-PET-CT mehr befallene Lymphknoten detektiert, sowie dass die Zugabe von PYL-PSMA-PET-CT zur MRT die Spezifität sowie auch den positiv prädiktiven Wert verbessert. Die zweite Studie trägt den Titel Perkutane CT und MRT-gesteuerte Kryoablation von klinisch T1 Nierenzellkarzinomen. Mittel- bis langfristige Ergebnisse in 307 Patienten. Ziel dieser Studie war es, die mittel- und langfristigen Ergebnisse CT und MRT-gesteuerter perkutaner Kryoablation von klinisch T1 Nierenzellkarzinomen zu beurteilen. Das klinische Stadium T1 ist definiert als Tumoren, welche auf die Niere beschränkt sind und kleiner 7 cm sind. Dies war eine retrospektive, monozentrische Studie und eingeschlossen von 307 Patienten, welche lokal behandelt wurden mit entweder CT- oder MRT-gesteuerter Kryoablation. Primäre Endpunkte der Studie waren Gesamtüberleben, krankheitsfreies Überleben, lokales progressionsfreies Überleben und krankheitsspezifisches Überleben. Folgendes waren die Resultate nach 3, 5, 10 sowie 15 Jahren nach Kryoablation. Ein Gesamtüberleben von 91%, 86%, 78% und 76% respektive. Ein krankheitsfreies Überleben von 94%, 91%, 88%
und 88% ein lokales progressionsfreies Überleben von 97%, 95%, 95% und 95% und ein krankheitsspezifisches Überleben von 99,6%, 99%, 99% und 99% nach 15 Jahren. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede für diese primären Endpunkte zwischen MRT und CT-gesteuerter Technik. Und die Autoren schlussfolgerten aus dieser Studie, dass beide bildgesteuerten kryoablativen Methoden zur Behandlung des T1-stadigen Nierenzellkarzinoms geeignet sind und beide ausgezeichnete mittel- und langfristige Überlebensergebnisse zeigten. Die nächste Studie trägt den Titel Beurteilung der Bosnia-Klassifikation Version 2019 für zystische Nierenläsionen mit der Magnetresonanztomographie. Ziel dieser Studie war es, die Wertigkeit der kürzlich überarbeiteten Version 2019 der Bosnia-Klassifikation zu beurteilen und diese mit der ursprünglichen Bosnia-Klassifikation für die Beurteilung zystischer Nierenläsionen mit mehrphasiger MRT zu vergleichen. Dies war eine retrospektive, monozentrische Studie und eingeschlossen wurden histologisch gesicherte 38 Nierenzellkarzinome und 21 gutartige Läsionen, welche sich alle als zystische Läsionen in der Bildgebung präsentierten. Die Beurteilung erfolgte durch zwei abdominelle Radiologen unabhängig voneinander und die Resultate zeigten eine mäßige Inter-Radar-Variabilität mit einem Kappa von 0,57 für die Originalversion und 0,55 für die Version 2019. Die Sensitivitäts- und Spezifitätswerte für die Detektion des Nierenzellkarzinoms waren folgende: 100% Sensitivität und 86% Spezifität für die Version 2019, 95% Sensitivität und 81% Spezifität für die ursprüngliche Version. Die Autoren schlussfolgerten daraus, dass die neue Version 2019 der Bosnia-Klassifikation im Vergleich zur Vorgängerversion sowohl sensitiver als auch spezifischer ist für die Beurteilung zystischer Nierenläsionen mittels MRT. Die nächste Studie trägt den Titel MRT der Prostata mit und ohne Endorektalspule bei 3 Tesla. Korrelation mit histopathologischem Hall Mount Gleason Score. Ziel dieser Studie war es, die Bildqualität sowie diagnostische Wertigkeit der multiparametrischen MRT der Prostata bei 3 Tesla Magnetfeldstärke mit und ohne Einsatz einer Endorektalspule zu beurteilen. Dies war eine prospektive, monozentrische Studie und 23 Patienten mit bioptisch gesichertem Prostatakarzinom wurden in einem 3 Tesla MRT-Gerät mit und ohne Endorektalspule in der gleichen Sitzung untersucht und dies vor geplanter Prostatektomie. Der Referenzstandard war die Hall-Mount-Histopathologie nach Prostatektomie und beurteilt wurden zum einen die Bildqualität und zum anderen wurden Läsionen nach dem PIRAS Version 2.0 System gescored. Als positiv wurden ein Cutoff-Score von 4, also ein PIRAS-Score von 4 und 5 gewertet. Die Resultate zeigten eine AUC zum Nachweis von klinisch signifikantem Prostatakrebs von 0,96 und 0,96 für beide Reader mit dem Einsatz der Endorektalspule und einem AUC von 0,88 für den einen Reader und 0,91 für den anderen Reader ohne den Einsatz der Endorektalspule. Unter den 13 Tumoren mit einem Gleason 3 plus 4 Score wurden alle 13 Fälle in der Untersuchung mit der Endorektalspule entdeckt
jedoch nur 9 dieser 13 Fälle in der Untersuchung ohne Endorektalspule entdeckt. Für die Detektion von Prostatakrebs mit einem Gleason-Score kleiner 3 plus 4 sowie einem Gleason-Score größer 3 plus 4 waren die Werte und Resultate mit und ohne Endorektalspule gleich oder vergleichbar. Die Autoren schlussfolgern aus dieser Studie, dass die MRT bei 3 Tesla mit der Endorektalspule besser ist als ohne Endorektalspule für die Detektion von Gleason 3 plus 4 Tumoren und dass die Genauigkeit mit und ohne Endorektalspule für die Detektion höhergradiger, also Gleason 4 plus 3 und darüber Tumoren, vergleichbar ist. Die nächste Studie trägt den Titel Bewertung der seitengedrängten Nierenfunktion mit einer Kombination aus kontrastmittelverstärkter CT und Serumkreatininwerten zur Schätzung der glomerulären Filtrationsrate. Ziel dieser Studie war es, eine neuartige Methode zu entwickeln für die seitengetrennte Schätzung der glomerulären Filtrationsrate durch die Verwendung einer Kombination von 4-Phasen-CT bestehend aus nativer, arterieller, venöser und nephrographischer Phase und Serumkreatininwerten. Dies war eine retrospektive monozentrische Studie und 56 Patienten mit asymmetrischer Nierenerkrankung wurden eingeschlossen. Als Referenzstandard galt die DTPA-Nierenfunktionsszintigraphie, im Weiteren auch als Gates-GFR genannt. Und die GFR wurde berechnet mittels einem Proportionalitätsfaktor. Diese Formel bestand aus dem Nierenvolumen, welcher aus Bildsegmentierungen gewonnen wurde, sowie den Nieren-Hounsfield-Werten in den verschiedenen Kontrastmittelphasen. Die Resultate zeigten einen Korrelationskoeffizienten von 0,729 für die native Phase, 0,781 für die arterielle Phase, 0,788 für die venöse Phase sowie den höchsten Koeffizienten von 0,842 in der nephrographischen Phase zwischen der CT-ermittelten GFR und dem Referenzstandard der Gates-GFR. Diese Resultate zeigten also, dass die CT-ermittelte eGFR aus der nephrographischen Phase am besten geeignet ist, da sie die kleinste maximale Abweichung von plus minus 36,9% von dem Referenzstandard der Gates-GFR aufwies. Die Schlussfolgerung dieser Studie war, dass die seitengetrennte Nierenfunktion und eGFR mittels CT und Serumkreatinin-basierter Methode geschätzt werden können und dass diese CT-basierte eGFR aus der nephrographischen Phase am besten mit dem Referenzstandard korreliert. Die nächste Studie trägt den Titel Diagnostische Wertigkeit der MRT für den Nachweis von fettarmen Angiomyolipomen der Niere, ein systematisches Review und Meta-Analyse. Ziel dieser Studie war es, ein systematisches Review der Literatur mit Meta-Analyse durchzuführen zur Bestimmung der diagnostischen Wertigkeit der MRT für die Identifizierung von fettarmen Angiomyolipomen der Niere. Dies war ein systematischer Review der Literatur mit Meta-Analyse. Einschlusskriterien waren Originalarbeiten mit 10 und mehr Patienten, welche die MRT in der Beurteilung von fettarmen Angiomyolipomen untersucht hatten und histologische Sicherung als Referenzstandard beinhalteten. Hier ist anzumerken, dass lediglich Studien eingeschlossen wurden, die fettarme Angiomyolipome untersucht haben. Insgesamt wurden 23 Studien identifiziert und eingeschlossen mit 2196 Patienten. Die gepoolte Sensitivität, Spezifität und AUC der MRT waren 83%, 90% und 0,93. Relevante Variabilität zwischen den verschiedenen Studien gab es hinsichtlich der MRT-Parameter.
Allerdings haben die Autoren angemerkt, dass gemäß ihrer Subgruppenanalyse diese Variabilität betreffend MRT-Sequenz und Magnetfeldstärke nicht relevant waren. Die Schlussfolgerung dieser Meta-Analyse war, dass das MRT eine vielversprechende Genauigkeit für den Nachweis fettarmer Angiomyolipome der Niere hat und somit das Potenzial hätte, bei ausgewählten Patienten eine Biopsie zu ersetzen, respektive die Notwendigkeit einer Gewebesicherung zu beheben. Die nächste Studie trägt den Titel Prospektive Studie einer neuartigen mathematischen Analyse der kontrastmittelverstärkten Computertomographie versus der Nierenszintigraphie für die Bestimmung der Nierenfunktion. Ziel dieser Studie war es, eine neue Methode zur Beurteilung der Nierenfunktion basierend auf mathematischer Analyse und 3D-Modellierung von Mehrphasen-CT zu validieren. Dies war eine prospektive, monozentrische Studie mit 97 Patienten und das untersuchte MRCT-Modell basiert auf radiologischen Dichtewerten einer Vierphasen-CT, welche aus einer nativen, arteriellen, portalvenösen und urografischen Phase besteht und diese Dichtewerte wurden zu fix prädefinierten Zeitpunkten erhoben. Als Referenzstandard galt die DTPA-Nierenfunktionsszintigraphie. Die Resultate zeigten einen sehr guten Korrelationskoeffizienten von 0,945 zwischen dem MRCT-Modell und dem Referenzstandard. Und dies war statistisch signifikant. Die Schlussfolgerung also war, dass das MRCT-Modell eine machbare, effektive und sichere Methode zur Schätzung der Nierenfunktion ist. Die letzte Studie trägt den Titel Erweiterte diffusionsgewichtete Bildgebung der Prostata, Vergleich des Readout-Segmented Multishot, Parallel Transmit und Single Shot Echoplanar Imaging. Ziel dieser Studie war es, drei verschiedene diffusionsgewichtete MRT-Sequenzen zur Erkennung von bioptisch gesichertem Prostatakarzinom bei 3 Tesla Magnetfeldstärke zu vergleichen. 36 Patienten erhielten ein Prostata-MRT mit mehreren DVI-Sequenzen, namentlich einer Single-Shot Echoplanar Imaging, auch SSEP abgekürzt, einer Parallel Transmit EP, auch PTX-EP abgekürzt und eine Readout-Segmented Multishot-EP, auch RS-EP abgekürzt. Die B-Werte 0, 500 und 1000 wurden akquiriert und ein B-Wert von 1500 wurde kalkuliert. Primäre Endpunkte dieser Studie waren das Signal-zu-Rausch-Verhältnis oder SNR, das Kontrast-zu-Rausch-Verhältnis, CNR, sowie die subjektive Bildqualität, welche mittels einer 5-Punkte-Skala bewertet wurde. Die Resultate zeigten, dass die SSEP ein höheres SNR für die hohen B-Werte B1000 und B1500 zeigte, verglichen mit der PTX-EP und der RS-EP. Weiterhin konnten die Autoren zeigen, dass die RSAP ein höheres CNR hatte in den hohen B-Wertbildern verglichen mit der SSAP und der PTX-AP. Die subjektive Bildqualität war am höchsten für die RSAP. Die Schlussfolgerungen aus dieser Studie sind: subjektive Bildqualität sowie der Kontrast von Karzinomläsionen gegenüber dem normalen Hintergrundgewebe war höher bei der RSEP verglichen mit der PTX-EP und der SSEP und dass die kontrastreichere Darstellung der Prostatakarzinomläsionen durch die RSEP und auch durch die PTX-EP die Detektion von Krebsläsionen verbessern könnte. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen
Und lehrreiches Material können Sie auch gerne die Website der Academy of Online Radiology Education sowie die hier aufgeführten Social Media Kanäle besuchen. Und bis hoffentlich nächsten Monat.